Hallo Menschen, heute kommt von mir der Bookflower Tag, in dem ich freundlicherweise von Rotkäppchen getaggt wurde. Vielen Dank dafür. Hier werden Blumen mit der Frage nach bestimmten Büchern assoziiert und die erste Frage handelt von der Rose, möchte wissen, was die schönste Liebesgeschichte ist. Damit habe ich mich schon ganz schön schwer getan, denn ich habe, glaube ich zumindest, noch nie ein Buch gelesen, was so in erster Linie direkt als Liebesroman bezeichnet werden könnte. Natürlich kommen auch Beziehungen in den Büchern vor, die ich lese, aber halt nie so als Hauptaspekt. Und nachdem ich jetzt wirklich lange vor meinem Bücherregal gestanden habe, habe ich mich doch eher für so eine Art Klassiker entschieden, nämlich die Beziehung zwischen Aragorn und Arwen in Der Herr der Ringe. Ich meine, immerhin ist hier ein leicht übernatürliches Wesen bereit dazu, seine Unsterblichkeit aufzugeben für einen Menschen. Das finde ich schon recht romantisch. Und ehrlich gesagt, fiel mir einfach keine andere Antwort ein. Ich lese wohl nicht so viel von liebenden Menschen. Frage Nummer 2 handelt vom Vergissmeinnicht. Ein Buch oder eine Reihe, was man nicht vergessen konnte und immer mehrmals gelesen hat. Falls es jetzt wirklich um dieses Mehrmalslesen geht, ist das auch wieder so eine Klischee-Antwort. Es war nämlich Harry Potter, was aber auch daran liegt, dass ich das halt so in meiner Jugend gelesen habe, wo ich auch einfach nicht das Geld hatte, um mir jeden Monat neue Bücher zu kaufen und unsere Kleinstadtbibliothek hatte dann halt auch keine so große Auswahl. Insofern habe ich dann eben auf das zurückgegriffen, was ich hatte und die Harry Potter Bücher, außer die 1 und 2, die ich nicht so mag, habe ich bestimmt alle 5 bis 6 Mal mindestens gelesen. Da ich aber, glaube ich zumindest, gar kein so großer Harry Potter Fan bin, verglichen zu anderen Leuten, möchte ich gerne noch ein zweites Buch für diese Antwort nennen, und zwar ist das Vergeltung von Gerd Ledig. Ich habe das, glaube ich, schon 2 Mal so in die Kamera gehalten, möchte noch darauf hinweisen, was das für eine unglaublich erschütternde Lektüre für mich war. Das ist ein furchtbares Buch, es behandelt vom Zweiten Weltkrieg und ist so eindringlich, dass ich euch gerne mal hier eine längere Passage vorlesen möchte, nämlich die komplette erste Seite. Wen es nicht interessiert, der kann ja vorspulen, aber ihr werdet dann, glaube ich, besser verstehen, warum mich das so erschüttert hat. Und zwar: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Als die erste Bombe fiel, schleuderte der Luftdruck die toten Kinder gegen die Mauer. Sie waren vorgestern in einem Keller erstickt. Man hatte sie auf den Friedhof gelegt, weil ihre Väter an der Front kämpften und man ihre Mütter erst suchen musste. Man fand nur noch eine, aber die war unter den Trümmern zerquetscht. So sah die Vergeltung aus. Ein kleiner Schuh flog mit der Bombenfontäne in die Luft. Das machte nix, er war schon zerrissen. Als die emporgeschleuderte Erde wieder herunterprasselte, begann das Geheul der Sirenen. Es klang, als beginne ein Orkan. 100.000 Menschen spürten ihr Herz. Die Stadt brannte seit 3 Tagen und seitdem heulten die Sirenen regelmäßig zu spät. Es war, als würden sie absichtlich so in Betrieb gesetzt, denn zwischen dem Zerbomben brauchte man Zeit zum Leben. Das war der Beginn. 2 Frauen auf der anderen Seite der Friedhofsmauer ließen den Handwagen los und rannten über die Straße. Sie dachten, die Friedhofsmauer sei sicher. Darin hatten sie sich geirrt. In der Luft dröhnten plötzlich Motoren. Ein Pfeilregen von Magnesiumstäben bohrte sich zischend in den Asphalt. In der nächsten Sekunde platzten sie auseinander. Wo eben noch Asphalt war, prasselten Flammen. Der Handwagen wurde von der Luftwelle umgeworfen. Die Deichsel flog in den Himmel. Aus einer Decke entrollte sich ein Kind. Die Mutter an der Mauer schrie nicht. Sie hatte keine Zeit dazu. Hier war kein Spielplatz für Kinder. Und das war, als ich das erste Mal gelesen habe, der Wahnsinn. Also ich halte dieses Buch für große, große Literatur. Es ist, ich glaube, ich habe noch nie ein literarisches Werk gelesen, was mir den Krieg so, so deutlich und so furchtbar vor Augen geführt hat. Also eine Empfehlung für Leute, die damit zurechtkommen. Also es ist definitiv deutlich, da wird nichts versteckt oder verschönert und blieb mir halt deswegen unglaublich in Erinnerung. Als drittes geht es um die Orchidee und es wird nach dem schönsten Cover gefragt. Jetzt kam es in mehreren Texten in letzter Zeit bei mir schon mal vor und ich habe euch immer was anderes gezeigt und werde euch auch diesmal wieder etwas Neues zeigen, nämlich die Word Cloud Classics. Das ist eine Reihe, die ich einfach nur wunderschön aufgemacht finde. Man sieht auf dem Cover immer den Namen des Buches und des Autors und drumherum sind Sätze aus dem Buch, einfach Zitate genommen und auch hinten drauf ist einfach nur ein längeres Zitat, was eben so ein bisschen die Essenz des Buches zusammenfassen soll. Und nicht nur, dass das eines dieser wunderbaren gebundenen Bücher ist, die man aber trotzdem so wobbeln kann, sondern ich finde auch diese Gravur, Relief quasi eher sehr, sehr, sehr schön. Dann kommt die Sonnenblume, ein Buch, das sich richtig in Sommerstimmung versetzt. Das ist wieder so eine Frage, Jahreszeiten und Lesen und ich, das passt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht ist es ein Sommernachtstraum von Shakespeare, aber das habe ich noch nicht gelesen, das habe ich auch nur genommen, weil Sommer im Titel ist. Ich habe tatsächlich kein anderes Buch, wo das irgendwie im Titel vorkommt und ich
Ich habe, glaube ich, überhaupt keine Sommerstimmung und erst recht kein Buch, was mich in diese nicht existente Stimmung versetzt. Also, nee, mal wieder so eine Lala-Antwort von mir. Ähnlich geht es mit der nächsten Frage weiter. Gänseblümchen, ein Gute-Laune-Buch. Da habe ich jetzt auch nur Glück gehabt, dass ich einmal zur Aufmunterung meinem Partner die Bücher von Simon's Cat geschenkt habe. Ich glaube, seitdem wir das einmal angeguckt haben, haben wir da nie wieder reingeschaut, weil wir es halt doch eher online die Videos gucken. Aber es ist definitiv ein Gute-Laune-Buch. Es ist sehr niedlich, es ist süß, es ist lustig. Aber das ist halt eher die Ausnahme. Also, sonst habe ich leider keinen richtigen Roman, der jetzt in diese Richtung geht. Als Sechstes kommen die Stiefmütterchen. Ein Schurke oder Bösewicht, den man einfach mögen muss. Das ist auch wiederum etwas schwierig, denn ich bevorzuge eher so Zwischencharaktere. Also zum Beispiel Severus Snape ist jemand, den ich sehr, sehr mag. Der ist aber meiner Meinung nach eben nicht böse, nur ist er halt auch kein sehr, sehr freundlicher Mensch, deswegen halt irgendwo so ein bisschen dazwischen. Aber ich habe doch auch noch einen Bösewicht gefunden, den ich zwar, glaube ich, in der Realität nicht mögen würde, aber in Buchform schon irgendwie. Und zwar ist das der Joker aus dem Batman-Universum natürlich. Die Verfilmung mit Heath Ledger mag ich persönlich etwas mehr als die mit. Oh Gott, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Mein Freund wird mich totschlagen. Naja, mit dem anderen Typen. auf jeden Fall finde ich den Charakter halt, wenn er so chaotisch ist und einfach so überhaupt kein Ziel hat, sondern einfach nur noch die Welt in Chaos stürzen möchte. Das finde ich halt nicht wirklich sympathisch, aber sehr, sehr interessant und mag es zumindest in Buchform, lese sehr, sehr, sehr gern von ihm. Danach geht es um den Löwenzahn, der anscheinend eine gehypte Blume ist, denn die Frage dazu lautet: ein Buch oder eine Serie, die gehypt ist. Und außer die üblichen Verdächtigen von Harry Potter und der Herr der Ringe, die ich auch schon genannt habe, habe ich in meinem Regal, glaube ich, eher Bücher, die so ein bisschen im englischsprachigen Bereich gehypt sind. Und dazu möchte ich mal nennen Station 11 von Emily St. John Mandel. Das habe ich im englischsprachigen Booktube-Bereich unglaublich oft in die Kamera gehalten gesehen. War das gerade korrektes Deutsch? Ich glaube schon. Und hier geht es prinzipiell auch um eine Postapokalypse. Allerdings ist dieses Ereignis, nämlich die Georgia-Krippe, die die Menschheit eben zum Großteil ausrottete, schon 20 Jahre her. Und wir folgen jetzt einer Gruppe reisender Spielleute und Musiker, die eben durch die Lande ziehen, von den wenigen Enklaven zur nächsten. Und dort eben wieder so eine Art Kultur versuchen einzurichten, weil ihrer Meinung nach eben einfach reines Überleben nicht genügend ist. Sie wollen wieder etwas schaffen, wofür es sich zu leben lohnt. Und das war grundsätzlich eine Empfehlung von mir. Ich habe es schon mal in einem Monatsrückblick besprochen, ich glaube März oder Februar. Ich kann ja unten alles einmal verlinken. Und ist eine schöne Herangehensweise, weil es halt nicht so mit diesem Schockzustand im Moment des Untergangs spielt, sondern halt später, wenn es schon wieder darum geht, wieder ein bisschen was Menschliches aufzubauen. Mit den Tulpen möchten Sie wissen, was die schönste Freundschaft zwischen einem Haupt- und Nebencharakter ist. Und auch hier sind wieder die üblichen Verdächtigen Harry Potter und der Herr der Ringe. Aber ich habe mich entschieden für Der Russ ist einer, der Birken liebt. Zudem habe ich auch eine Einzelrezension hochgeladen, wo ich sogar direkt mal auf diese Freundschaft zu sprechen komme. Denn ich finde es so angenehm, dass hier zwei erwachsene Menschen unterschiedlichen Geschlechts sind, die einfach eine wunderbare, eine tiefe Freundschaft haben, ohne dass es irgendwie in eine sexuelle Richtung geht oder die von anderen irgendwie so gedrängt werden, so, oh, na, warum seid ihr denn nicht zusammen? Sondern das ist einfach eine Freundschaft und das ist gut so und das finde ich mal so angenehm, dass es halt nicht immer so in Richtung romantische Beziehung gehen muss. Und allgemein ist das Buch eine absolute Empfehlung. Das war deutsche Gegenwartsliteratur von einer Autorin, die in Aserbaidschan geboren ist und eine wunderbare Sprache hat und eigentlich auch sehr, sehr interessante Themen dahinter behandelt. Als Neuntes geht es um den Mistelzweig. Es wird nach einer winterlichen Geschichte gesucht. Auch da war ich wieder relativ lange vor meinem Bücherregal auf der Suche. Ich habe nichts wirklich, wo Winter im Titel ist, habe mich jetzt aus seltsamen Gründen für Wächter der Nacht entschieden. Das habe ich vor Jahren gelesen und ich bin mir nicht einmal mal sicher, ob das irgendwie während des Winters spielt, aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich mit Russland einfach immer Kälte verbinde. Und deswegen mal wieder so eine leicht seltsame Antwort von mir, weil ich leider keine Winterlektüre, ja, bereitstellen kann. Als Letztes fragt die Apfelblüte nach meiner liebsten Märchen-Neuerzählung. Jetzt habe ich von solchen Büchern ganz, ganz viele noch auf meiner Wunschliste, bisher allerdings noch keines gelesen. Aber ich lese aktuell The Grace Keepers, übrigens ein Buch, auf das ich euch in der Einzelrezension nochmal aufmerksam machen werde, denn es ist nicht nur wunderschön, sondern bis jetzt auch vom Inhalt her sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ja schon ein Interview mit der Autorin gehört, beziehungsweise als Video gesehen und da erzählt sie, dass das Ganze wohl auf schottischen
Mythen basiert. Also vielleicht nicht direkt Märchen, aber auf jeden Fall aus dem so folkloristischen Bereich, wohl in Richtung so Küsten- und Seemythen, glaube ich zumindest. Und ich weiß halt nicht genau, ob es zählt, weil ich die Mythen, auf denen es basiert, gar nicht direkt kenne, aber das ist so das Einzige, was halt wirklich so eine Art Neuerzählung ist. So, damit ist der Tag vorbei und ich habe mir gedacht, ich tagge heute jeden, der zuschaut und bei sich zu Hause, egal ob irgendwie als kleiner Küchenkräutergarten oder auf dem Balkon, irgendetwas Pflanzliches, Lebendiges heranzieht. Die sind alle getaggt, falls sie möchten. Und wie immer bin ich daran interessiert, wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu den Büchern, die ich genannt habe oder zu den Antworten, die ich so von mir gegeben habe. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Sonst finde ich auch diese Wie heißt das denn?